Es ist Februar. Gemeinsam mit Freunden will ich dem deutschen Regenwetter entfliehen und wir fahren für eine Woche nach Spanien, nach Valencia. Leider regnet es auch dort, aber immerhin ist es ein paar Grad wärmer und wir können unsere Wintermäntel gegen Regenjacken eintauschen. Das endgültige Urlaubsgefühl kommt auf, als wir nach unserer Ankunft durch die Straßen Valencias spazieren. Denn links und rechts, hinter uns und vor uns, auf jedem Platz, an jeder Straßenecke flankieren Orangenbäume unseren Weg. Und nein, ich meine nicht die mickrigen kleinen Topfbäumchen, wie wir sie oft aus Deutschland kennen, sondern riesige, majestätische Orangenbäume voller goldgelber Früchte, die aus der dichten, tiefgrünen Blätterkrone leuchten und die fehlende Sonne ersetzen. Doch eine Frage lässt uns nicht los. Warum pflückt die Früchte denn niemand, obwohl einige doch schon überreif scheinen und matschig auf den Boden fallen? Welch eine Verschwendung! In einem deutschen Supermarkt wäre diese Ernte ein Vermögen wert. Ist es vielleicht verboten, die Orangen zu pflücken? Oder leben die Spanier in so einem Überfluss, dass sie sich nicht mehr für diese leckere, saftige Frucht interessieren? Verbot hin oder her, wir pflücken am nächsten Baum die verlockende Frucht und beginnen sofort damit, sie zu schälen. Die sehr dicke Schale riecht vielversprechend intensiv. Voller Vorfreude auf eine süße Erfrischung beißen wir in unsere Orangenschnitze und spucken sie sofort wieder aus. Unter lautem Gelächter und Giris-Giris-Rufen der Einheimischen, die die ganze Szene genüsslich beobachtet haben. Giris. Mit dieser abschätzigen Bezeichnung machen sich die Spanier scheinbar über unwissende ausländische Touristen wie uns lustig. Na toll. Wir sind noch nicht einmal 24 Stunden in Spanien und werden schon von den Einheimischen verspottet. Denn es handelt sich bei den Früchten um Naranjas amargas, Bitterorangen. Im Gegensatz zu den süßen Supermarktorangen, die man in Deutschland findet, ist ihr Fruchtfleisch voller Kerne und sauer. Die weiße Schicht unter der Schale ist sehr bitter. Kurz, die ganze Frucht ist ungenießbar. Es sei denn, man verarbeitet sie zum Beispiel zu Orangenmarmelade, Orangeat oder Curaçao. Bevor uns aufgrund unseres Fauxpas die Schamesröte ins Gesicht steigt, überrascht uns ein lautes Piepen. Hinter uns nähert sich ein großes traktorartiges Gefährt einem der Bäume. Mit einem Greifarm erfasst es den Stamm eines Orangenbaums, entfaltet riesige Planen, die den Baum wie ein Schirm umspannen, und schüttelt plötzlich den gesamten Baum. Die Blätter rascheln und aberhunderte Orangen fallen in die Planen. Aber der Traktor zieht sich schon zurück und hoch über unseren Köpfen falten sich die vollen Planen zusammen wie die Flügel einer riesigen Fledermaus. Wir trauen unseren Augen kaum und folgen mit unserem Blick dem Traktor, der seine Ladung nun an der nächsten Straßenecke in einen Lastwagen entleert. Es ist also keineswegs dem Zufall geschuldet, dass die Küste um die Provinz Valencia Costa del Azahar, auf Deutsch Orangenblütenküste, genannt wird. Wobei der spanische Name, wenn man ihn genauer betrachtet, darauf hinweist, dass es die Zitrusfrüchte nicht schon immer in Spanien gab, auch wenn sie heute das Symbol des Landes sind. Das Wort Azahar weist mit dem typischen Anfangsbuchstaben A auf die arabische Herkunft hin. Es waren die Mauren, die die Orange im 13. Jahrhundert auf die iberische Halbinsel brachten. Zuerst kultivierten sie Bitterorangen, welche zwar eher nicht für den Verzehr geeignet, aber aufgrund ihres Duftes beliebt waren. Sie wurden daher in den Stadtzentren gepflanzt und sind auch heute noch dort zu finden. Erst einige Jahrhunderte später hielt die süße Orange Einzug in Europa. Die Spanier und Portugiesen übernahmen die arabische Bezeichnung Naranj und brachten die orangene Frucht anschließend unter diesem Namen nach Frankreich. Aus der Kombination des französischen Wortes Or für Gold und Naranj entstand dann schließlich die Bezeichnung Orange. Und woher stammt der Urbaum der Zitrusfrüchte? Ganz genau, aus Ostasien. Wir Deutschen wissen das, denn wir nennen die Orange oft auch Apfelsine, also Apfel aus China.